Nein! Fuck, wir kommen da hoch, wenn nicht über den. Ja! Muss hier auf den Block und dann da hoch. Warte mal, warum ist hier eine. Ich muss doch auf den Block und dann da hoch, oder? Andere Möglichkeit gibt's gar nicht. Oh lol, ich konnte da drauf. Ja. Als ob ich jetzt einfach so easy den Sprung schaffe. Der Zufallsgenerator kann dir nichts anhaben. 1 von 9. Den Skin will ich haben. So. Nein, 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 nein. Okay. Hui. Jetzt ab zur Kiste. Bling. Schild. SMG bringt mir beides nicht mehr. Springer und SMG gefallen mir eigentlich pauschal. Kommen hier auch so Plattformen, dass ich darüber kann? Bitte? Dann eben nicht. Dann gehen wir halt zurück. Schon harte Jumps, da kann man schon verkacken. Aber hier drüben geht es ja bestimmt auch weiter, oder? Über so eine Plattform? Nein? Schade. Ging es nur da für den Würfel in die Kiste. Dann müssen wir wohl hier vor. Immer noch den Eisdorn ausgewählt, fällt mir eben so auf. Elementarexplosion! Jetzt geht's rund! Frostdolch! Oh, wir sind ein tödliches Pärchen, oder? Dort fließt die ganze Seelenenergie hin. Wir müssen ihn zertrümmern und die Energie freisetzen. Okay. Blitz, Kilomant, Gesamtschaden. Boah. Stirb. Ihn zertrümmern, Energie verhindern. Ist das so schlau? Zauberschaden, Kitsche, Zauberschaden, Trefferschuss nehme ich mal mit. Pauschal. Komme ich da rüber? Glaube nicht. Von Norden komme ich her. Da war ich schon. Komme ich hier rüber? Also mir wird angezeigt, dass ich hier rüber geht, aber offenbar erst, wenn ich das gemacht habe. Als der Kristall zerspringt, beginnt die ganze Pyramide zu beben. Ist aber da die Brücke? Nun, ich bin kein Magiesteinologe, aber ich schätze, je mehr Kristalle wir zertrümmern, desto mehr stören wir die Pläne des Dragonlords. Hau weiter rein! Für dich ist das nur ein Spiel. Aber wenn du aufstehst und zu spielen aufhörst, stecke ich noch in meinem Gefängnis. Jedes Mal, wenn ein Heldenschwert meinen Nacken trifft, erwache ich vor einem neuen Gesicht, das gerade mit der Quest beginnt. Aber das ist das letzte Mal. Kugeln ohne Ende! Ja, Dragonlord will sie zur Wehr setzen, damit nicht immer wieder beschworen wird. Okay, eine legendäre Rüstung dafür. Elementar. Der Eisdorn taugt mir auch irgendwie nicht so. Das ist viel geiler, das Speerfeuer. Kilomant, Gesamtschaden ist so cool, Action Skill, Blitzschaden, naja. Du warst einfach nur was wert, du warst auch einfach nur was wert. Du hast ja 2 auf Cooldown werden das sogar. Aber halt leider die falschen Perks. Der Ring, der hat 12,5 Zauberschaden, der 13,5. Kritische Zaubertrefferschuss, kritischer Zauberschaden. Zauberschaden ist cooler. Du bist auch weg. Du bist auch weg. Okay. Okay. Dann geht's hier lang. Oh Mann, meine Nase juckt. Oh. Oh mein Gott, sie haben mich getroffen. Ich geh mal hier hinter, da ist eine Tür. Da ist eine offene Tür, da muss ich rein. Oh. Safe Point? Warum ist hier nichts? Das ist gemein. Kurz mal hochstecken hier. Das sollte reichen! Bringt mein Blut zum Kopf!
wieder dabei. Sicherlich wusstest du, dass du dem Untergang geweiht warst. So, Gegner zerlegen, ab nach oben. Ja. Ist hier oben irgendwas? Nö. Ist da unten irgendwas? Nö. Nein, ich bin die ganze Zeit auf der Suche nach besonderem Loot, aber ich finde hier keinen. Nope, nope. Ja. Was hast du mir gesagt? Nein! Du hättest mehr mitbringen sollen! Oh, schau, die sind alle auf einem fetten Arm. Oh. Ich fang gerade erst an. Hä, der ist Seelenwächter, da schaut es nicht ganz so freundlich aus. Berserker, nope, nope, nope. Diese Hände sind bereit für magisches Feuerwerk. Hier noch irgendwas? No, oh mein Gott. Boah, ich dachte, ich bin's da. Hier drin? Ha, Kiste. Aber eine Crap-Kiste. Hier ist nochmal ein Raum. Auch mit so einem Safe-Dingens. Strange. Aber da vorne ist der Kristall, den ich kaputt machen muss. Erstmal muss ich hier weitergehen. Was ist denn da drüben? Das ist eine Gedichtseite, Baby. Bin lost. Wo? Tina? Wo? Unter mir? Lol. Gut, dass du es gesagt hast. Die hätte ich jetzt echt nicht gesehen. Wie komme ich da runter? Hier rum? Darüber? Hier rüber jumpen? Nö. Oh, wir schauen aber schon geil aus. Ach, zerbricht Kristall 0 von 3. Dann kann ich den eigentlich einfach wegmachen, damit ich nicht wieder zurück muss. Ja. Wenn ich mehrere kaputt machen muss. Okay. Wieso versuchst du immer noch mich aufzuhalten? Ich tue das für alle, die auf ihrem Spielplatz gefangen sind. Wenn diese Welt zerfällt, kann ich eine neue frei von ihrem Griff erschaffen. Magisches Magazin! Eine neue Welt frei von... Ach, hier rum geht's zur Gedichtseite, okay. Die Verruchtheit des Dragon Lords kennt keine Grenzen. Selbst die Macht, die er hat, ist kein größerer Brocken. Schwingt eure strammen Waden für den Rest des Gedichts einfach in die Taverne von Prachthof. Yay! Ja. So, easy, Würfel. Der Glücksfaktor steigt. Jo, bringt mir aber gar nichts, die Dinger hier. Oh, nicht runterspringen. Ja! Der nächste Kristall ist irgendwo da vorne. Wir haben einen neuen Level Point. Das heißt, wir können Dunkelmagie-Schaden weiter erhöhen. Rang 42. Yay. So, jetzt sind wir hier, wo die Kiste ist. Okay, nö, nö, okay. Das ist auch so ein Pfeil von wegen hier rein. Aber da geht's nicht rein. Tina, was soll das? Magische Geschosse! Habt kein Mitleid mit denen, die bereits verloren waren. Der Magietank ist wieder voll. Die ewige Poltermasse! Da habe ich aus Versehen sofort abgebrochen, die Kanalisierung. Ach, da ist der nächste Kristall. Welche dunkle Hand hat dich geschaffen? Hey, wie du lebst noch. Hier, stirb. Du hast doch nicht etwa gedacht, dass ich keine Munition mehr hätte, oder? Ja. Lol, dass ich hier einfach hochjumpen kann. Ich meine, es bringt mir zwar nichts, aber... Erledige Imitatoren. Oh, fuck. Komm näher.
Okay, da habe ich einfach mal eine Kiste getriggert. What? Hey. Kenne deinen Platz. Kommt zu mir, Brüder. Zittere von mir. Ja, fein. Du kriegst später ein Leckerchen zur Belohnung. Was für Leckerchen magst du überhaupt? Hm? Nee, Blut? Nee, nee, jeder mag Blut. Alle sind gleich sauer, wenn ich ihnen etwas davon abnehmen will. Sporenhüter, ich brauch Zauberschusskraft eigentlich. Das ist Grabspross. Mann. Das blaue Fähigkeiten Shotgun? Nee. Okay, nee, das bringt mir alles nichts. So, das ist 2 von 3. Nach all dieser Zeit versuchst du immer noch nach ihren Regeln zu spielen? Kapierst du nicht, dass das alles ausgedacht ist? Das Schicksal eint uns? Das hat sie aus einem Fanfiction-Forum im Econet geklaut. Oh, da unten ist noch eine Kiste. Rocket Launcher, aber nein. Wir sind ein lilaner Rocket Launcher, mit verzaubert. Wir sind eine ganz andere Nummer, aber so halt nicht. Jetzt auch nicht rein. Ich will erst nicht hier weiter. Da ist noch eine Kiste. Ein legendärer Zauber. Wuhu. Regenbolzen. Macht überhaupt kein Damage. 605 Schockschall, aber wenig Chance, kann ich. Was ist das? Verzaubert. Die Stadt-Exkursion wird den Nahkampfschaden 40% für 10 Sekunden. Durch, tot durch 1000 Farben. Wiederholt der Zauber. Halt für Videozaun. Legt das Ziel beim Treffer mit einem zufälligen Statuseffekt. Okay. Okay, er schießt 3-mal. Probier mal aus. Wow. Ich kann es kaum abwarten, irgendwas zu zaubern. Wer, oh wer will sich denn? Hey, mach gar nicht so wenig Damage. Oh, mir ist die Zauberkraft ausgegangen. Warum jetzt? Ja, der Grunddamage ist halt einfach nicht so der Wahnsinn. Überladung! Aber ist lustig. Nun, alles lustig nicht ist alle auch. Sterben mit Würde. Inventar. Tun den natürlich safen, aber nehmen wieder unseren Blitzi. Oh, du bist Pharaonenmaske. Und dich haben wir schon. Cool, wie viel legendäres Zeug ich finde. Okay, es liegt auch daran, dass ich so viele Würfel gesteckt habe. Warte mal. Warte mal, da hinten rechts geht's noch weiter. Hier. Map. Okay, das ist der Weg, wie es weitergeht, nach oben. Und hier nach unten ist auch noch irgendwas. Da muss ich jetzt natürlich hin. Dieser Obelisk wird den Champion der untoten Legionen heraufbeschwören. Hütet euch vor seiner Klinge, die geschärft wurde am Klagen der Schädel der Verdammten. Okay. Sie heulen ungefähr so. Oh nein, ich bin verdammt. Man sollte nie etwas verschwenden. Krisenzeit. So wanderte ich voller Sorge. War irgendwas an mir ich? Ich legte meine Rüstung ab, warf mein Schwert auf den Boden und verwarf den Charakter, den sie mir auferlegte. Mit der Zeit konnte ich sogar meine Angst ablegen. Was danach übrig blieb, das war ich. Etwas, das kein Bunkermaster ändern kann. Kontrolle. Oh, eine Kiste. Noch eine Kiste. Nope, nope. Die Kiste noch, dicke. Zing. Zauber die Waffe wieder. Schild ist Crap, ist Crap. Du bist Crap. Das ist Crap. Und das ist für mich jetzt pauschal auch Crap. Dann ab runter zum Obelisk.
Okay, über den Ding komme ich wieder nach oben wahrscheinlich. Ja, genau. Ene mene toll, die Waffe ist jetzt voll. Schau mich hier kurz um. Würfel. Je mehr Würfel, desto besser die Beute. Ein verzauberter Schild. Naja, bringt's aber auch nicht. Für mich bringt's der nicht. Wenn wir hier hinten rum noch schauen, einfach weil es geht. Okay, dann aktivieren wir auch den Obelisk. Kurz hochstecken und Damage. Und? Hey, mehr Gegenstand und mehr Mord? Magisches Sperrfeuer! Jetzt werden Zauber abgefeuert! Halte mir einen Platz auf der anderen Seite. Du bist down. Du bist down. Willkommen zu... So langsam müsstet ihr es doch begreifen. Yo. Explodiere! Da habe ich verkackt. Komm jetzt ins Lob. Magisches Magazin! Oh, falsche Waffe, falsche Waffe. Falsche Waffe! Nein, du kannst nicht sterben! Ja, töte, töte! Für deinen Meister! Oh, den Zyklon. Da vorne ist schon der Herr der Untoten. Den nehmen wir mit. Nö. Sporen mit der Kraftforce, nö. Kürzlinge droppen, gut überprüfen. Oh, das Raster. Wow! Machen wir keine? Alter, du machst halt Damage, Alter. Was? Wir haben was Legendäres gedroppt. Glaube ich. Seine Axt ist Rüstung in der Ritter. Nicht länger spalten. Okay. Todesritter ist offenbar krasser Shit. Der hat ein legendäres Schwert gedroppt. Ein Ragnarök nochmal. Noch ein zweites Ragnarök. Ernsthaft? Vielleicht zwei Level 40 Ragnarök. Oh, warte mal. Nahkampfschaden. Anderer Ring. Zauberschaden, aber blau nur. Ja, nee, der Rest ist alles nicht so geil. Aber der Obelisk ist auch durch. Aber einer fehlt uns. Kacke. Irgendwo einen Obelisk vergessen. Naja, ich mache ja keine 100%, ich mache nur alle Missionen und nicht 100% vom Game. Weil sonst, wenn ich wirklich alles suchen würde, dann, ja, würde ich hier... Dann würde es keine 150 voll... Oh ne, wo bin ich überhaupt? Eben 120? Boah, keine Ahnung. Aber jetzt geht's Richtung Dragon Lord. Dragon Lord. Aber... gut. Sieh genau her. Ich hab nachgeladen. Soll ich mein Schild wieder auffüllen? Also an den Seiten überprüfen, ob da irgendwas ist, aber nein. Was für Stromzeug. Da oben ist die Kiste. Bling, verzaubert. Aber nö, nö. Da oben sind wieder Automaten. Hier ist ein Autosave und Schnellreisepunkt. Schleifstein. So, gehen wir ins Inventar. Die wird natürlich gesaved von Torque ist die. Haben wir jetzt zweimal.
Wenn ich sie miteinander vergleiche, der eine greift schneller an, dafür der andere höhere Crit-Chance. Der eine hat sogar Elementarschaden. Und Wüten, der andere hat Vampir. Also ein bisschen. Bisschen Unterschied sind schon. Der ist sogar verzaubert. Der mit Elementarschaden ist sogar verzaubert. Aber der ist deutlich besser als wie der neue. Ist auch 10k wert und der andere ist 15. Halt, stopp, nee. 10.020 und du bist. Ja, das kann ich gar nicht sehen, weil du einfach. Krass. Weil du einfach zu krass bist. Ich sehe deinen Preis nicht. So geil. Warte, wenn ich jetzt. So, da links ausrüste, sehe ich es auch nicht. Lustig. Alles keine coolen Dinger. Schrott, 16 Sachen haben wir noch dabei. Hier ist der Zauber drin. Spektraltalons, nee. Bogenabriss, nee. Magiespeerfeuer, außer kaskadieren. Feuer mit der Zeit zusätzliche Projektile auf weitere Gegner in der Nähe ab. Halten für wiederholtes Zaubern. Der ist so, wie der, den ich eben hab. Vergleichen. Mit dem hier. Das ist beides Auslöser. Das eine ist implodierend, das andere ist kaskadierend. Der linke mehr Elementar, dafür hat der rechte mehr Base Damage. Kürzere Cooldown. Verzaubert. Action haben dieselbe Verzauberung beide. Wieder halt wiederholtes Projektile, was vor allem mit der Zeit zusätzliche Projektile, Projektilplatz aufprallen und prallen zu Gegner in der Nähe ab. Zusätzliche Projektile auf weitere Gegner in der Nähe. Drei Projektile pro Zauber. Ja, da ist mein Elektrozauber, finde ich besser, aber ist pauschal sowieso. Zauber, Dunkelmagie, Action Skill, kritischer Zauberschaden und Zauberschaden. Ja, komm. Den nehme ich mit. Ein Unglück. Meteor fällt langsam! Boah. Kaufe ich mir auch, scheiß drauf. Einfach nur, weil ich es haben will. Der Ring. Kritischer Zauberschaden, Pistolen, Nachladegeschwindigkeit. Zauberschaden 15, kritischer Zauberschaden 12,5. Action Skill dauert Dunkelmagie-Effizienz auch noch. Dann bist du weg, oder? Bei der Ring, den wir jetzt haben, müsste auch 15 Zauberschaden, auch kritischer Zauberschaden, Rest Sniper-Reifenschaden, Nahkampf, Crit-Chance. Ja. Perfekt, dann kann der weg. Oh, Marine. Zack. Du bist gesaved. Muss ich ausprobieren. Okay, der ist instant geplatzt. Das wird blöd. Hier bei den Waffen. Ja, nee, Waffen kauf ich eh nicht. Hast du jetzt was Neues? Nee, sind einfach leer, die Slots. Yo, es ist der langsame Meteor, der was Dauerdamage macht. Oh mein Gott. So. Außerhalb ist der Seelensturm um die Spitze der Pyramide stärker denn je. Die Untoten kriechen wie schräge, knöcherne Kakerlaken über die Mauern. Okay. Und mit der Ansage ist aber Schluss für heute. Ich ziehe nicht durch. Das heben wir fürs nächste Mal auf. Das Finish, das Finale. Und von dem her sage ich. Okay, mein, wer es jetzt auf YouTube anschaut, der hat eh jeden Tag eine neue Folge. Aber von daher, haut's rein, bis zum nächsten Mal. Servus.